Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Ich habe ja gesagt, es wird ein paar neue Formate kommen und das ist eins davon und um welches es sich handelt, das seht ihr einfach mal nach dem Intro. Also bis dann. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel lesen könnt, handelt es sich um 5 Dinge im Minecraft PvP, die du noch nicht wusstest oder vielleicht noch nicht wusstest, besser gesagt, weil über Minecraft PvP wissen eigentlich viele schon relativ viel, sag ich jetzt mal. Also spamt einfach nicht in die Kommentare, ja, das wusste ich schon, alles ist ja für manche Leute, die es vielleicht noch nicht wussten. Also fangen wir einfach an mal mit der ersten Sache. Noch ein kleiner Tipp davor. Wahrscheinlich meisten Sachen kann man jetzt nicht so gut vorzeigen, also ihr müsst mir das einfach glauben und ihr könnt auch im Internet nachschauen, aber die meisten Sachen sind schwer vorzuzeigen. Also, müsst ihr mir einfach glauben. Also wirklich, jetzt bis zur ersten Sachen. Sachen? Sache. So, okay. Jetzt los. Die erste Sache ist der Lowground. Ja, was wird jetzt der Lowground sein? Die meisten werden es eh schon wissen. Lowground bedeutet einfach, dass du einen Spieler von unten besser hitten kannst. Deswegen beleidigen mich auch eigentlich meistens viele, wenn ich von unten die Gegner angreife und sie mich nicht hitten können, dass ich ein Hacker bin. Aber von unten hast du einfach die bessere Hitbox. Und deswegen kannst du von unten... Hast du eine bessere Range, als wenn du einfach nur gerade oder nach unten jemanden schlagen willst. Und das war Fact Nummer 1. Ja, die zweite Sache ist der Bogen. Wer schon denken, was hat das mit dem Bogen auf sich? Ja, die meisten machen ja dieses Bow-Spam hier. Kann ich schon mal sagen, Leute, es bringt nichts. Wenn man dieses Bow-Spam macht, es zieht 0,5 Schaden ab bei Mobs und bei Tieren. Bei Mobs und bei Tieren ist es gleich. Bei Mobs und bei Spielern. Ohne Rüstung halt. Mit Rüstung ziehst du vielleicht gar nichts ab. Es fuckt nur die Leute ab. Weil mit einem normalen Shot, also so einen voll aufgespannten Bogen, kannst du ohne Rüstung bis zu 5 Herzen Schaden machen. Und das bringt viel mehr, weil du kannst 2 Sekunden, bis du den Bogen wieder gespannt hast. Oder ungefähr 2 Sekunden. Und hier machst du halt 0,5 Schaden in, sagen wir mal, einer halben Sekunde. Das sind umgerechnet 2 Herzen nur. Und 2 Herzen und 5 Herzen ist ein riesen Unterschied. Ich will euch nicht zulammern, ihr müsst es einfach glauben, ihr könnt ruhig in der Minecraft-Wiki nachschauen, wenn ihr es nicht glaubt, aber jetzt kommen wir einfach zu Fakt Nummer 3. Fakt Nummer 3 ist das Blockhitten, was in 1.8 eh nicht mehr geht, aber in den früheren Versionen war das Blockhitten eine sehr, sehr, sehr verbreitete Schlagvariante, sag ich jetzt mal. Aber ich müsste euch sagen, es hat eigentlich nicht viel gebracht. Weil, wenn du Block hittest, kannst du nicht gut kombon, weil du musst immer wieder aus dem Sprinten rausgehen und dann kannst du halt keine guten Kombos landen. Weil die meisten denken ja, wenn du Block hittest, dann ist die Chance höher, dass du den Schlag abblockst. Diese Chance ist aber nur sehr klein, dass du diesen Schlag abblockst, weil du ja die ganze Zeit so schlägst und der andere kann ja in diesem Moment, wo du schlägst, kann er ja dich auch schlagen und er kann dir halt dann dadurch die Kombo geben, egal ob du dann hitten kannst oder nicht. Und wenn er dich eh in der Combo drin hat, dann bringt er das ganze Blocken auch nichts. Weil wenn du blockst, dann kriegt er dich noch mehr in der Combo. Also, Leute, vergesst einfach das Blockhitten. Wenn ihr das weiter machen wollt, ist eure Sache. Jetzt kommen wir einfach mal zum Fakt Nummer 4. Ja, der Fakt Nummer 4 hat etwas mit Angel-PvP zu tun. Und die meisten sagen ja, Angel-PvP, du hittest ihn weg und kannst dadurch bessere Combos geben. Muss ich euch recht geben, weil wenn du ihn wegschlägst, ist er in der Luft, wie ihr hier bei dem Schaf sehen könnt. Das ist ja für kurze Zeit in der Luft. Und wenn sie Schaf in der Luft ist, könnte eben die Kombos landen, weil du bist schneller im Sprinten als im Fliegen. Also kannst du ihnen dadurch die besseren Kombos geben. Das darf das Schaf nicht runter. Kannst du dir die besseren Kombos geben. Aber dieses Block, nur wenn man das gut kann, das Angel-PvP bringt es auch einem, wenn man gut umswitchen kann. Das kann der liebe Abgeguckt eigentlich recht gut, so um es schnell machen. Der kann es auch, das Angel-PvP. Wenn man es kann, habe ich nichts dagegen, aber wenn man es halt wirklich die ganze Zeit nur wegläuft und die ganze Zeit nur so macht. Ja, geil! Fuck, man. Ja, ich mache einfach jetzt ein Todescreen weiter. Ja, wenn man es halt. Jetzt bin ich vorausgekommen. Wenn man es die ganze Zeit macht und dann durch wegläuft, das ist echt dann pussyhaft und
Ja, ich bin gerade etwas geschockt, aber wir sehen uns einfach bei der fünften Sache. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Sache und das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Charmed Eisenschwert und dem Sword My Gamecraft, also das Dierschwert. Ein Enchanted Eisenschwert auf Sharpness 1 ist um 0,25 Herzen besser als ein Dierschwert normal. Das könnt ihr auch hier nochmal sehen. Es sollten eigentlich die meisten Leute wissen, dass es ein Sharpness, eigentlich ein Sharpness-Schwert einfach immer besser ist als ein höherklassigeres Schwert. Also zum Beispiel Holzschwert ist Sharpness 1 besser als ein Steinschwert. Steinschwert ist mit Sharpness 1 besser als ein Eisenschwert und so weiter und so fort. Und zwischen Goldschwert und Holzschwert gibt es natürlich keinen Unterschied, weil sie ja gleichwertig sind. Ja, das war's schon mit den fünf Dingen in Minecraft, die du Minecraft PvP, du vielleicht noch nicht wusstest. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man vielleicht noch nicht wissen hätte sollen, tun, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst auch gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann schreibt Kritik in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Haut rein!